So, ich wähle 3 aus, Geschwindigkeit und Beschleunigung, Mehrfachmessung. Ich klicke auf Start der Messung, ich löse den Wagen und klicke auf Stopp, bevor er drauf trifft. Ich hole mir den Wagen zurück. Ich erhöhe die Rampe. Ich klicke auf Start der Messung und löse den Wagen aus. Ich stoppe die Messung. Ich hole den Wagen zurück, erhöhe die Rampe, klicke auf Start der Messung und lasse den Wagen laufen. Klicke auf Stopp. Wagen zurück, erhöhe, klicke auf Start der Messung, lasse den Wagen rollen, klicke auf Stopp. Hole den Wagen zurück, erhöhe. Nein, gibt keinen weiteren Wert. Ich wähle den Bereich aus. Ich klicke auf Auswerten und habe hier für vier verschiedene Werte die Beschleunigung.